Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, heute zusammen mit der kleinen Maus. Ja, das Name Reveal kommt noch. Ich habe mittlerweile einen Namen. Ja, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen und uns das ganz genau überlegt. Und heute habe ich gedacht, mache ich doch mal das Detailvideo. Haben sich auch einige von euch gewünscht. Und zwar einmal hat mir die Vivien Krauders geschrieben, die MS Uni Uni Unium. Und ja, es wünscht sich noch die Susanne Charlie, dass ich sie grüße. Und hiermit grüße ich dich. Würde mich sehr freuen, wenn du das Video auch so schaust. Dann viel Spaß beim Video. Okay, dann hoffen wir, dass der Akku hält und ich werde sie erstmal ausziehen. Jetzt habe ich noch ihren Schlafanzug an. Und den langen Armbody, den müssen wir natürlich dann auch ausziehen. Ich werde sie ja wahrscheinlich ganz sehen. Auch wie der Stoffkörper aussieht. Das finde ich nämlich zum Beispiel sehr interessant. Sie hat auf jeden Fall keine Bauchplatte. Ist mir aber auch nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Braucht man nicht unbedingt. Schön zu haben, muss aber nicht sein. Okay, dann wo fangen wir an? Ich zeige es dir jetzt gleich mal im Ganzen. Also sie ist sehr, sieht man vielleicht sehr beweglich. Also sie hängt wirklich sehr dann runter. Sehr witzig. Auch die Beinchen sind sehr beweglich. Auch in diesen. Auch die Beinchen kann man sehr gut bewegen. Ja, jetzt nehme ich aber das Handy und zeige euch sie etwas mehr im Detail. Okay. Wir fangen jetzt im Gesicht an. Ich hoffe, das fokussiert gut, aber ich glaube, das passt. Also man sieht auf jeden Fall, sie hat eine Zunge. Sie hat Wimpern und Augenbrauen. Das ist krass und auch, ihr seht so ein bisschen die Hautstruktur auch. Ist richtig schön. Die Haare sind jetzt etwas unordentlich, aber ist eigentlich jedes einzelne Haar drin. Okay. Das ist das Ohr. Okay, es fokussiert nicht. Wirklich jede Falte hier unten. Sieht aus, wie wenn sie richtige Nasenlöcher hätte. Hier. Also sie sind irgendwie so gemacht, dass es nicht aussieht, wie wenn da quasi keine Löcher wären. Das zweite Ohr. Ihr könnt es, glaube ich, etwas erahnen, die Struktur von der Haut. Ja. Dann die Haare, die haben sie dann. Oben sind sie etwas mehr, das sieht man jetzt aber doch etwas schlechter. Vielleicht zeige ich euch das mal kurz am Stativ. Okay, dann jetzt vom Stativ aus den Kopf nochmal. Ihr seht schon, wenn ich sie so hochnehme und der Kopf, der fällt sehr, ist sehr schwer. Das sind die Haare, die sind eben hier so runter und hier gehen sie so, so ein kleiner Mohawk. Dann hier haben wir einen kleinen Wirbel, unten das Schwänzchen.
Genau, ich hoffe, das sieht man ein bisschen durcheinander, die Haare. Hier auf der Seite. Genau dasselbe. Wunderschöne dunkle Haare. Ich liebe dunkle Haare. Kann man wunderbar vorsichtig eben dann kämmen. So, dann die Hand. Die erste ist ja eine Faust von der Indie. Da sieht man schon die Hautstruktur. Sie ist auch überall so rau, ne? Und so den Daumen. Na. Den Daumen. Schön. Die andere Seite. Oder der ganze Arm. Schön gefärbt. Die Finger von innen, die so schön. So, und fokussiert das? Nein. Ist besser. Genau, jetzt müssen wir die Hand ein bisschen umdrehen. Wie sieht sie denn von innen aus? Ja, genau. Die Füße sind ja beide etwas angewinkelt. Nicht zu stark, aber. Muss ich euch jetzt wieder so zeigen. Moment. Okay. Die Beinchen, da sieht man auch schon wieder. Eine Hautstruktur. Auch so rau, ne? Sie hat ja Full Arms und Full Legs, also 4/4. Und sie sind auch schön weich. Die Füßchen. Ein paar Äderchen. Voll hübsch. Sie hat relativ lange Füßchen, das sieht so goldig aus. Zehennägel finde ich auch sehr schön. Ja, die da. Und sie hat eben nur einen Körper, wo hier so ist. Und der unten eben auch so ist, und dass sie halt sehr einen kleinen Popo quasi. Dass das die Beinchen so sind. Sie ist echt richtig schön. Man sieht, so sieht sie so blau aus. Das ist echt interessant, das Licht, ne? Und hier so weiß, hier so gelb. Nicht weiß, gelb. Ja. Das ist die Kleine, jetzt zeige ich euch noch ihre genauen Daten. Dafür muss ich aber ganz kurz ihre Geburtsurkunde holen. Noch bevor ich euch die Geburtsurkunde zeige, wollte ich euch noch, eigentlich ganz vergessen, zeigen, dass sie hat Magneten, aber sie muss nicht mit einem Magneten den Schnuller bearbeiten. Also sie hat ganz dort hinten einen Magneten und dann geht das eben in den Mähnenmann. Sie kam ja auch mit einem Schnuller. Und dann geht es mit so etwas, wenn man das ganz oben hin macht, dann steckt man das so ein bisschen rein, dann hält das. Und sie hat auch im Kopf einen Magneten für so eine Schleife. Muss ich nur mal gucken, wo. Hier. Das ist natürlich auch voll hübsch. Dass wir das noch vergessen. So etwas Tolles hat sie auch noch. Sieht man gar nicht, ne? So sieht man das jetzt. Okay, dann kommt das gleich die Geburtsurkunde. So, ich wollte euch erst noch zeigen, ich habe sie bei Barbies Bambinis gekauft, bei Reborn Artist Barbara Nolte. Das ist die E-Mail, aber die Handynummer und die Adresse wollte ich jetzt nicht so zeigen. Die findet ihr sonst vielleicht auf ihrer Internetseite. Genau. Da habe ich sie in Eschwege gekauft, wie sehr.
Und sie ist die Baby Indie. Es gibt wohl 1200 Stück von Lowly Eagles. Das sind die verschiedenen Prototypen, hätte ich behauptet. Sie sieht eher so ein bisschen aus wie sie. Sie ist die 459 von 1200 eben. Mit Unterschrift. Und dann habe ich noch das Zertifikat von der Barbara. Steht unter anderem auch drin, wie sie eben gemacht wurde. Also die Entstehung. Sie hat auch unterschrieben. Größe ist von ihr 48 cm und 2082 Gramm. Und den Kopfumfang hatte ich auch gemessen. Der war 7,36. Also ich hatte ihn so gemessen. Wegen den Mützchen, die ich ja nähen wollte. Genau. Das dachte ich, jetzt ziehen wir sie soweit wieder zusammen an. Ziehen wir die Winkel. Seht ihr schon, voll schön. Okay, den Body. Sehe ich mittlerweile auch noch. Man kann die Bodies ja wohl von unten, anscheinend so von unten anziehen. Das sieht man nicht immer über die Haare. Durch diese Windel hat sie einen viel zu großen Hintern. Aber ich weiß nicht, ich mag die Stoffwindeln lieber. Die sind einfach bunt, schön, gehen nicht kaputt. Weil wenn ich bei einem anderen Windel 100 Mal auf und zu mache, dann geht die irgendwann kaputt. So, jetzt hoffe ich, euch hat das kurze Video gefallen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst doch ein Abo da und ein Like und gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich darüber riesig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.